Hey und willkommen zurück zu einem neuen Part von Bus Simulator 2018. Und da sind wir wieder. Wir haben eine neue Strecke zu den Industrialzone gemacht, da wir das jetzt freigeschaltet. Und jetzt fahren wir die Strecke, weil wir Geld zusammenkriegen wollen für diesen langen Bus, weil wir unbedingt haben. Oh, cool. Bitteschön, gern geschehen. Hab ich. Und auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Was ist denn da mit der Aufnahme los? Warum ruckelt das so dermaßen? Ich verstehe das nicht. Also, man hat es gerade vielleicht in der Aufnahme gesehen, aber es ruckelt ganz schön aktuell. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mal eben, gib mir einen kleinen Cut. So, ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Gehen wir mal. War das knapp. Gas. Geben wir mal Gas, nicht? Ich hoffe, man hat das nicht in der Aufnahme zuvor gesehen, weil den Part vor diesem Part habe ich auch schon aufgenommen. Da ist mir das nicht aufgefallen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Na, werden wir sehen. Wenn irgendwie großartig was ruckelt, tut es mir auf jeden Fall leid. Dann habe ich es zu spät bemerkt. Ups, wir sind ein Bus. Wir können auch den Bogen groß nehmen, nicht? Aber wir sollten nur nicht so rasen. Hihi. Bevor wir die Kurven irgendwie wieder nicht kriegen. Kann der Bus umgehen, das? Nee, ne? Ich glaube nicht, dass das geht. Ja, bitte. Gerne. Kommt schon rein und bezahlt. Momentchen. Habt ihr alle denn ein Ticket? Tatsächlich. Mama hart. Du wartest, LKW. Ja, toll. Ja. Gegenverkehr. Ist hier links der Biegerspur jetzt hier. Und da ist ja auch alles voll. Sag mal, was ist das denn hier? Warum ist das so voll hier? Industriegebiet und so, ne? Viele Menschen, die hier arbeiten und so, ne? Dann kann man das verstehen, dass das hier so voll ist. Wenn hier so viele Menschen arbeiten. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog. So, erzählt mal, wie war euer Tag so? Was habt ihr gegessen? Was habt ihr getan? Ich hab letztens gesehen. Es gibt schon Weihnachts. Diesen Süßkram von Weihnachten, den gibt's schon. Tatsächlich, jetzt schon. Wenn noch mal früher damit. Unbelievable. Draußen fast 25 Grad? Und da essen schon welche Spekulatius oder was? Das ist doch Hammer. Würde ich ja nicht tun, ne? Nein. Und wir fahren über die Landstraße. Ja, Pech. Oh, dann mal schnell ab ins Bettchen mit dir. Schau mal, guck mal. Platz hat hier, ne? Ja, perfekt. Was denn jetzt? Gas geben oder bremsen? So, Kurve bekommen. Kannst du denn deswegen schief aus dem Fenster gucken? Fahren Sie ein Rennen? Ja. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Angekommen. Eieiei. Einzelstudent-Truppe. Danke. Ich denke, ich brauche mehr. Null. Ja, Einzelsenior 2 drucken. 1. Okay. Das geht natürlich auch. Da freut er sich bestimmt. Entschuldigung, würden Sie nochmal die Tür öffnen? Ausnahmsweise, weil du so ganz lieb gefragt hast. Ja, bitte. Nur weil du ganz lieb gefragt hast. Was heißt ganz lieb gefragt? Der hat mich für mich angeschrien. Ja, geh doch mitten über die Straße, genau. Was ist bei dem los? Der ist einfach mitten über die Straße gerannt. Nein, tut mir leid. Also. Komm, geh weg. Fällt er einfach mal falsch stehen? Einfach so? Ah, egal, hier ist ja eh so eine Art Parkplatz, dann können wir ja ruhig eben drehen, ne? Merkt schon keiner, oder? Sag mal. Ja, doch. Och, Leute. Was ist da weit? Wir machen das anders. Ja, lass mich rein. Okay, das geht nicht. Aber nur ein Stück rückwärts, ne? Wer du fährst, ist wieder vorwärts. Ja. Ja, ist mir jetzt egal. So. Leute, fahrt doch mal, bitte. Ich habe Verspätung. Ich war so gut im Plan. Sag mal, was ist denn hier los? Ja, fahr doch endlich mal. Junge, hier, er biegt ab. Lass den doch nicht vor. Fahr doch einfach. Boah, Verkehr hier. Das ist nicht normal. Wuppidi-dubbidi.
Oh, keiner. Okay. Ja, kommt gleich. Wenn nicht, dann steig einfach früher aus und nehme den nächsten Bus. So. Kürzen hier nur ein bisschen ab, nicht? Keiner gesehen? Ja, wissen wir schon. Nee. Krass, wie stabil die sind. Also, du kannst von den Eisen gehen. Bitteschön. Und die kippen nicht, oder? Das ist doch unfassbar, stabil diese Menschen gebaut sind. Ich hoffe, wir haben in ein paar Folgen diesen anderen Bus da. Ich werde den unbedingt haben. So lang. Also der Bus. Und wir fahren hier rechts rum in die Bushaltestelle rein. Ja, komm, steig aus, steig ein. Sagen, warum ist da so ein Fleck links auf dem Blinker? Aber das ist gar kein Fleck, das ist einfach nur die Pfütze. Aber wie viel wollen denn hier aussteigen? Oh ja, okay. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Tja, unglaublich sind die Leute. Studentendrucken. Nee, was willst du denn? Zwei. Kein Grund, direkt mich anzuschreien. Einzeln. Standort drucken. Und sie hat's auch schon wieder nicht passend. Darf ich jetzt? Ich muss jetzt noch raus. So. Ja. Zuckerfabrik. Da gibt's ganz viel Zucker. Ey, da sind so viele Menschen. Das ist natürlich heikel, ne? Wir setzen natürlich fein den Blinker. Meint ihr, wir schaffen es irgendwann mal eine perfekte Fahrt hinzukriegen? Schreibt mir in die Kommentare, ob wir das mal ausprobieren sollen. Das könnte man theoretisch mit ganz viel Geduld und Konzentration schaffen. So, glaube ich schon. Wie war das? Wiedersehen. Da ist die Feststellbremse. Da steht diese Rampe nicht, ne? Muss ich da gedrückt halten oder was? So, komm rein. Feststellbremse lösen. Vordertüre schließen. In den Neutralgang rein und weiterfahren. Wir haben ja Rund, wir fahren einfach weiter. Gucken, hoffentlich will er nicht allzu früh aussteigen. Ja, okay. Feststellbremse. Geh. Ich weiß, dass ich zu spät bin. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja klar, kannst du ein Ticket haben. Einzeln, Ben, drucken. Du, nimm's doch mal passend mit. Danke. Bitte. Einfach mal passend mitnehmen, okay. Das ist doch nicht so schlimm. Geburtstag ist so, jetzt Vollgas zur nächsten Haltestelle. Wir sollten die Feststellbremse lösen, nicht? Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja. Okay. Hups. Gucken, wie viel Zeit wir noch reingeholt kriegen. Gleich auf der Hauptstraße bekommen wir gleich wieder gut Zeit rein, ne? So, dann einmal hier rechts herum in die Bushaltestelle rein. Tür auf. Gute Halteposition, ja genau, so halb offen. Hallo, 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 kommt rein, kommt rein, kommt rein. So, einmal Ticketkontrolle. Dafür haben wir natürlich Zeit. Hier, bitte. Aber keinen einzigen. Ja, ist doch okay. Kein Grund, mich anzuschreien. So, jetzt können wir gucken, ob wir ein bisschen Zeit rausgeholt kriegen. Das wäre natürlich super toll. Ich fahr mal hier so unauffällig an euch vorbei. Ja, und ab durch die... Wow. Das war das Schlagloch. Ich habe kein anderes Auto berührt. Das war ein Schlagloch, Leute. Wir wollten Geld verdienen, damit wir... Klar, und dann fährt alles zu Brei. Mhm. Nein. Aber ihr seht jetzt ein Foto meiner Katze. Wow. Und ja, das ist die Miete. Oh, Schlagloch. Blitzer. Egal. Wir müssen Zeit reinholen. Okay, wir fahren auch ganz schön schnell. Da gerade die Straße überquert? Ja. Manchmal denke ich mir auch, was ist mit den Leuten in dieser Stadt hier los? Ich sehe nie einen Huhn die Straße überqueren. Komisch, ne? Echt eine komische Sache ist das. In der Tat. Wir sind fast da, Leute. Ja, hast du Pech. Perfekt. Kommt, Leute. Ja. Tag, Standard, Drucken. Das wieder. Und einfach runterrattern lassen. Okay. Hi. Hey. Hallo. Alle drin? Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Kann das sein, dass ich vorher... Vorhin war das vorhin? Ja, ich wusste doch nicht, dass er Sachen vergessen hat. Das hat mir ja keiner angezeigt. Ja, 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 ja. Also, es stand nicht, dass ein Passagier seine Wertwaren hat liegen lassen. Habt ihr da irgendwas gesehen? Nee, ne? Ich hab nichts da stehen sehen. Falls ihr irgendwas gesehen haben solltet, schreibt es auf jeden Fall sehr gerne mal in die Kommentare rein. Falls ich da irgendwas übersehen haben sollte. Ja, hier verfahre ich mich so oft. Ich fahre immer falsch. Ich weiß auch nicht, warum, was da los ist. Keine Ahnung. Ja, darfst du sehr gerne. Ja, aber leider zu spät. In 3 Minuten, das ist jetzt nicht so wild. Also,
Müsste mal die Funktion geben, so einen richtigen Fahrplan zu erstellen. So, dass man, wie soll ich das sagen? Sagen kann, wann welcher Bus halt wo ist. Wie so ein Fahrplan halt einfach, ne? Das wäre schon ganz nice irgendwie. Dann wird man nämlich seine... So, dass man Umstiegssituationen hat. Und dass, wenn ein Bus mal Verspätung hat, der einen anfängt und sagt, Verspätung, bitte warte den... Das wäre schon nice so irgendwie, ne? Wenn die das machen könnten. Also fährt man ja einfach nur die Strecken hoch und runter und das war's dann. Schon wieder dieses Huhn. Habt ihr immer alle mit euren Hühnern? So. Da sind wir. Dann die letzte. Vorletzte ist es jetzt gewesen. Einzeln Standard drucken. Hä? Oh. Einzeln Senioren drucken. Und bitteschön. Und dann fahren wir weiter zur letzten Haltestelle. Und dann sind wir schon da. An der letzten Haltestelle. Ja, machen wir. Also, ich auch. Bus fährt alleine nach Hause. Ist jetzt riskant, ne? Ah, locker. Alle warten nur gefühlt. Da sind wir gleich. Da sind wir. Schaffen wir die Kurve, ja, ne? Kurve. Eieieiei. Wir haben sie nicht geschafft. Mist. Moment. Warte mal. Manchmal, wenn ihr was vergessen. Hier, bitte. Oh, tut mir leid. Da. Was? Na klar. Hier, bitte. Und auch irgendwie nehme ich hin. Gut. Weil, wenn die nämlich so sagen, ich habe das und das vergessen, dann kann es auch sein, dass die kein Ticket haben, dass sie das vergessen haben oder whatever. Und da sind wir. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Unser neuen Schnitt. Du lässt auf jeden Fall eine kleine Bewertung. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war's auch mit dem Part von Bussimulator 2018. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Vergesst nicht, die Playlist auszuchecken. Dort sind alle weiteren Folgen verlinkt. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Das wäre super lieb.